Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh. Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Ooh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Ne, ich will schon auch so. Ich will einen, der mir nicht dazwischen kommt. Ich will auch niemanden, musst du das spielen. Aber es ist doch langweilig dann, Digga. Es ist doch langweilig, wenn da nichts passiert. Lass auslosen. Ich kann kochen. Nein, Bruder, du bist mein Bruder. Hilfst du nicht? Kochen. Nein, es gibt Punkte für Aussehen, Zeit und Geschmack. Und Küche. Geschmack können wir machen 1 bis 10 und die anderen Sachen 5 Punkte, weil Geschmack ist das Wichtigste. Okay. Das erste Du, meine Damen und Herren. Die Teasys sind schon weg, die streamen selber gleich, Chad. Nicht Edi. Was wollt ihr? Ich will keinen Bock auf Steak. Rot, wen wünschst du dir? Bitte. Mir ist egal. Bestrafung Pupsi-Spray? Pupsi-Spray auf Ding. Okay, ja, das ist doch okay. Aber dann nervst du uns ja schlecht für uns auch. Ja, wenn du trinken willst oder so. Ich chill halt dann weniger mit dir, Bro. 2 oder 3 Sprays ins Gesicht und 10 Minuten nicht Gesicht waschen. Lass auf T-Shirt, aber immer schön auch mit Nachsicht. Okay. Falls man merkt, ey, okay, der ist nicht so luftig. Ich darf dich absprechen. Aber ich ist doch eklig. Darum geht's ja mit dir. Okay, Rohat ist mit, dreh mal am Rad. Rohat und Eldos sind in einem Team. Ich sehe nichts. Nochmal, ey, das ist hier deine Striche, mein Bro. Posting? Ja. Wenn nimmt jetzt, meine, kommt mir. Meiner. Mein Junge! Oder Eli? Mein Junge! Meiner oder Eli? Warte, ich will Eli. Oh, that's free. Ja, that's free contract. Digga, warte mal, ich muss ja kurz was sagen. Digga, wer hat euch zu Gordon Ramsay gemacht mit weißen Mix-Gesichtern? Was denkt ihr, weil ihr seid, Digga? Du hast richtig schlechte Eier. Ganz kurz mal. Ihre Eier heute verglichen mit seinen, bitte. Hab ich deine. War auch gut. Natürlich war gut, Bruder. Nein, bitte, sag mal ehrlich. Eli, Eli, hör mir zu. Egal, Digga, was du jetzt diskutieren willst, wir werden uns im Kochbette sehen. Und du wirst heute rumlaufen, als wärst du frisch und scheiße. Du bist Gordon Ramsay und du denkst, Digga, dass du, keine Ahnung, Digga, du hast die tiefe Nudeln in deinem Jahr gemacht. Du hast vor einem Jahr gesagt, dass du verficktes Toastbrot dir kommst. Ey, nee, Jungs, lass mal wechseln. Ich frag ihn gerade, was er kann, er sagt Cornflakes und Toast. Okay. Ich glaube, hey, könnten wir euch starten? Regie, könnte ich Handcam von 4 machen? Und dass auf meine Fingerspitze geht, dann kann ich jetzt FIFA spielen. Ist richtig so, Alter. Und wir haben Turnier nächste Woche, deswegen. Deswegen, du siehst aus wie ein Vollidiot. Wenn ich mich verletz... Digga, denn du schneidest dich doch eh dann. Nein, das geht nicht so durch. Digga, du siehst aus wie ein Dulli. Ich dachte, er macht damit jetzt... So ich dachte, der putzt hier irgendwas. Okay, die fangen jetzt an, Freunde, Kochduell. Eldos und Rohat machen Käsespätzle. Hast du gesehen? Hä, wie gut, auf Ernst, ist das on cam? Man muss aber auch sagen, Rohat hat gecheatet. Seine Schwester hat ihm das Rezept geschickt. Meine Schwester hat mir am Ende nochmal alles geschickt. Ich hab das schon mal selber gekocht. Nicht so, ich rufe meine Mutter einfach bei FaceTime an, die helfen mir auch nochmal. Nee, Männer haben mir nichts gesagt. Chill, Bro, chill. Ich wusste alles selber. Das war schon fast. Ja. Nein, ist Quatsch, du verlierst an Geschmack. Bitte, sag was dazu, Melina. Wer wäscht denn sein Fleisch nicht ab? Man wäscht Fleisch nicht ab, weil das an Geschmack verliert. Abwischer, hä? Für das weiß ich, wenn du das transportierst. Soll ich das in der jetzt Wärme durch die Mitte und dann so aufklappen? Fleisch abwaschen, doch. Chat sagt sogar auch Fleisch abwaschen. Nein. Ach so. Was soll ich sagen? Pass auf den Finger auf. Ja, hey, das Retop, mach so. Ich pass auf, ich hab mach das. Mach so. Dann kannst du nicht in deine Finger richtig schneiden. Wenn du schneidest, dann geht es sozusagen an dein. Ja, nein. Digga, sogar der Kameramann lacht dich so, aus. Ich hatte noch nie so viel Stress, ne? Kameramann lacht. Ich lacht. Doch, brauchst du irgendwas von mir, Bruder? Einmal ruhig sein, das brauch ich. Wow. Wie? Ihr müsst das aber abdecken. Ach so. Schön, Eldos. Du probierst die Spätzle? Sinai, kannst du kurz dein Wasser noch machen? Nö. Fanny, wie viel? Bruder, das ist wirklich sehr viel Käse. Wie viel? Ne, auf wie viel Nudeln, oder? Melina, hast du Edelsüß gekauft? Das ist sowas mäßig. Ist das Oregano? Ach, und ihr müsst aufräumen. Es muss alles sauber sein dann. Pfeffer? Ich glaube, das. Ich glaube. Mit? Digga, das schmeckt einfach nach nichts. Mach doch mal Gewürze da rein. Ey, Eli, wenn wir verlieren, ne? Aber so. Also, wir können dagegen nicht verlieren. Hast du schon. Hast du gekostet? Schmeckt es nicht gut? Eli. Hier, komm mal. Einfach noch nichts. Ja, so eine Scheiße.
Ey, warte, er ist in der Jury! Nein, nur kleiner Tipp. Nein, ja. Digga, was nervt ihr? Zwischenfazit. Digga! Ess mal selber und sag mal was dazu. Ich bin gut. An den neutralen Kameramann, bitte. Du filmst dieses Spektakel jetzt die ganze Zeit und du musst die ganze Zeit deinen Grinsen verkneifen. Sag was dazu. Bin gespannt. Ja. Scheiß auf den Kameramann. Ja, also aber ich verstehe nicht, ernsthaft, warum nerven sie alle? Ihr dürft doch, wir dürfen, nerven alle? Jo, wir dürfen doch gucken, was ihr so macht. Ja, aber ihr kommt ja an, der Schwanz ist mehr in der Küche gewesen als Eldos. Du hast ihn einfach gedroppt. Ich muss hier auch umrühren, bitte, das wird sonst hart, Eldos. Okay, Bruder, aber mach das aus. Also, du bist fertig. Was soll ich machen? Digga, dieses Hühnchen. Digga, das ist gerade wirklich so. Es ist seit 30 Minuten in der Pfanne, glaub ich. Das ist Kartoffelpüree? Ey, das ist Witze, Bruder. Bei Essen im Stream bekomme ich eigentlich immer Hunger hier, ja, irgendwie nicht. Oh, das sieht krass aus. Ja, da können wir halt ohne aufräumen. Ihr habt eure Chance. Nach Ablauf der Zeit muss das Essen nur auf dem Teller sein, das reicht. Alter, ich hab einfach Knast essen. Nein, 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 ich bitte nur nicht. Passt? Einmal, Bruder, ein Glas. Du musst das andere auch noch umrühren. Brauchst du Post? Zu viel. Ja, doch, nochmal, mach ein, mach ein, mach ein. Mach ein, mach ein. Oh mein Gott, was passiert hier? Ey, noch, ey, noch. Bruder, lass mich. Boah, ey, Noah, du bist schon drauf. Ey, was ist das? Ey, Noah, oh mein Gott. Noah, das war viel zu warm. Noah, Bruder, das war. Guck mal, aber. Nein, jetzt ist der Kopf aus. Der hat einen Hund. Oh, 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 der hat einen Hund. Yeah! Oh, einfach das ist einfach das Video, Bro. Digga, die brauchen eine Stunde für Käseschwätzle. Hey, hol mir einen Teller. Das ist ja nicht so. Weißt du, was das ist? Einfach Knast! Die werden offiziell Knast. Du musst das raufpacken. Beilage können wir eben noch einmal die Damenberührungsfilm. Was kannst du denn da? Das ist ja gerade so. Benedico! Wir haben hier herzlich willkommen zu unserem Gericht. Yeah. Und zwar haben wir uns entschieden für Käsespätzle. Das Ganze nochmal oben mit Hähnchenstreifen. Also feiner, feiner. Und halt nochmal so ein bisschen Basilikum oben drauf. Für den feinen Geschmack. Das ist alles so und für euch. Ich hoffe, es schmeckt euch. Wenn ihr was zu trinken braucht oder sonstiges, dann hol ich euch das. Womit wurde das Spätzle gewürzt? Ist Freundlichkeit auch eine Rubrik? Spätzle wurde gewürzt. Nee, ist nicht. Ja, keine Rubrik. Sahne, Sahne. Was hab ich gesagt? Ey, ich sag, Ende hat gesaved, Digga. Das ist auch nicht wirklich. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass man direkt so macht oder so. Digga, wir haben so einen riesen Nachteil, weil wir jetzt erst angefangen haben. Das ist no Pep. Oh, weil, guck mal, jetzt hör mir zu. Das Essen, lass mich doch allein! Alle saßen hier. Und dann? Also noch gar nicht. Oh, ich will gar nicht. Ja gut, wenn wir mit der Feedbackrunde beginnen dürfen. Von der Zeit, vom zeitlichen Aspekt her, im Verhältnis dazu, dass es nur Spätzle mit Hähnchen ist, habe ich euch eine 1 gegeben, die Mindestbewertung. Ihr wart natürlich auch bemüht, ich habe gesehen, was ihr mit, dem Butter, mit der Butter Digga, gemacht habt. Deine Mutter geht anschaffen, 100%. Weißt gut. Du warum? Ich sag dir einfach, alles gut. 1 gibt man doch nicht, wenn man in der Zeit ist. Ja, das ist gut. Bro, so, wir sind in der Zeit, da gibt man noch eine 1. Danke dir. Eine Stunde für Spätzle mit Hähnchen, ich bitte dich. Das ist, ich habe noch 15 Minuten. Ich bitte dich. Jetzt hört ihr mal aussehen. Ihr wart natürlich auch stets bemüht. Man sieht, ihr habt euch die Inspiration anhand von irgendeinem Gourmet-Koch geholt. Habe ich euch eine 3 gegeben. Das Basilikum hat es gerettet. Ansonsten sieht es aus wie Magen-Darm. Geschmack, mittlerer Bereich eine 5. Das Hähnchen war solide, war gut. Spätzle war ein bisschen zu viel gekocht, glaube ich, durchgekocht. Sahne kann ich sowieso gar nicht ab und Basilikum obendrauf. Parmesan hat es ein bisschen gerettet, aber ein bisschen mehr Gewürze wären gut gewesen. Aber
Ich tank das alles, außer die Zeit tank ich nicht. Gut, ich lasse mich drauf ein. Ich korrigiere die Zeit auf 2. Gut, also Jungs, erstmal danke, dass ihr heute dabei seid und dass ihr für uns gekocht habt. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ich habe meine Bewertungsgrundlage aufgrund von verschiedenen Geschmacks- und anderen Faktoren ausmachen können. Ich würde ganz gerne anfangen bei der Zeit. Es ist ein simples Gericht. Es ist im Prinzip Spätzle, Käse und Hähnchen. Also es sind nicht viele Zutaten. Wie lange habt ihr jetzt gebraucht? 53 Minuten. Wie viel Zeit hattet ihr? Eine Stunde, ne? Das heißt, 7 Minuten hatte ich dir übrig. 2 von 10 habe ich gegeben. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. 5? Dann 2 von 10. Also 2 Punkte. Machen wir von 5? Dann 1. 1 von 5 bis 5. Okay, dann 1 von 5. Dann fahren wir fort mit dem Aussehen. Da möchte ich euch ganz ehrlich, möchte ich euch loben. Ich habe mich auf weniger eingestellt. Ich habe euch da tatsächlich Aussehen auch nur bis 5, ne? Ja. Dann habe ich euch da 3 von 5 Punkten gegeben. Weil ich muss sagen, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet. Auch mit dem Basilikum, schöne Idee. Man hat auf jeden Fall jetzt nicht Lust gehabt aufs Essen. Aber man hätte nicht gedacht, dass es dann doch noch so aussehen kann. Deswegen Respekt dafür. Geschmack geht's bis 10, richtig? Ja. So, vom Geschmack her. Erstmal, Abu hat vorhin die richtigen Worte dafür gefunden. Ihr habt aus dem Hähnchen Beton gemacht. Aber dafür also, können wir nichts. Weißt du, nein, stimmt, dafür können wir nichts. Ich schwöre, und das ist auch kein Cap, da braucht ihr nicht lachen. Das Problem war an der ganzen Sache, es stand hier alles und es musste als erstes, weil wir als erstes sind, der Regie erstmal erklärt werden, warum muss dies, das, eure Bewertung, dies und das. Deswegen stand das Essen hier die ganze Zeit, dafür können wir nichts. Nein, du hast recht, weil wenn du jetzt zum Beispiel ins Restaurant gehst und dein Hähnchen ist trocken, dann wird ja der Kellner sagen, ja Digga, wir können dafür nichts. Ja, wenn du im Restaurant machst, du Bewertung, da kommt noch so ein Typ und ja. Und er sagt dann, okay. Ja, du musst das und das dann machen. Hast du noch nie eine Google-Bewertung geschrieben? Unterm Strich, wir sind geschmacklich, würde ich sagen, jetzt bei den Spätzle und mit dem Käse und so, das ist was, das kann eigentlich nicht schmecken, ne? Ich habe euch 5 von 10 Punkten gegeben, Jungs, da habe ich mich auf die Mitte geeinigt. Der Wille zählt in diesem Sinne, ihr seht mir so aus, als hättet ihr noch nie gekocht, deswegen, dafür war es nicht schlecht. Die Jungs haben schon echt viel gesagt, muss ich sagen, das, was ich auch fühle, so in der Art. Ich fand vom Aussehen, dachte man wirklich, es kommt irgendwie eine Scheiße an, aber... Weil das in der Pfanne sah das ein bisschen crazy aus. Aber trotzdem, ich gebe dir Aussehen so von 1 bis 5, 2 Punkte. Weil es jetzt, also die sehen nicht so schön aus, die Hähnchen. Zeit auch 2 und Geschmack 4 von 10. Weil die Jungs haben schon echt viel gesagt, was ich auch fühle. 0 von 5. Du musst auch die Gesichter davon von den Filmen, wenn die bewertet werden. Ich finde, Digga, aber so im Großen und Ganzen, ich würde das trotzdem so viele Teller davon schaffen, wenn ich nichts zu essen hätte. So, weißt du, ich meine. Er hat gesagt, Parmesan hat gerettet, habe ich den Punkt, der war, habe ich null gefühlt. Ja. Also schau mal, erstmal, so, erster Blick, das kam so mit diese bisschen Grünen, man dachte so, geil, da kommt was Gutes. Dann hast du geguckt, dann sah das aus wie Kartoffelpüree. Also erstmal, wir gehen erstmal Zeit. Da habe ich euch von 5 eine glatte 1 gegeben, weil 57, 53 Minuten für Spätzlegericht ist respektlos. Hähnchenbrust machst du in 5 Minuten in der Pfanne fertig. Aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich weiß ja mittlerweile, wie Robert kocht. Dass Elders auch scheiße ist, weiß ich jetzt auch. Aussehen. Von 5 eine 3, eigentlich eine 2, aber weil das noch im ersten Blick gut aussah. Das Ding ist einfach, das sieht aus, also das ist matschig. Wir werden jetzt, ich muss emotionslos sein, seid nicht traurig. Das ist, Bruder, du kannst hier nicht mal ein paar Spätzle nehmen, du hast direkt schon so eine ganze Masse hier. Das ist nicht so appetitlich. Können wir nicht. Ich weiß, das ist meine Schuld. Das ist alles gut. Einmal von irgendjemandem irgendwie angesprochen wurde, dass wir als erstes sind und deswegen einen Nachteil haben. Deswegen hast du ja 3 Punkte. Jetzt kommt aber zum Geschmack. Das ist nämlich eine andere Sache, Bruder. Zeit war zu viel, finde ich. Also war übertrieben. Aussehen war auch nicht meins. Ja, okay, aber scheiße. Nein, da war nicht scheiße. Bruder, ihr habt eine 4 von 10 von mir bekommen. Das war okay. Es hat mehlig geschmeckt. Das war das Problem. Habt ihr da Mehl reingemacht? Aber es hängt noch so ein bisschen zu viel? Ja. Nein. War, ne? Also ich muss viel trinken. Genau, ja. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt aufessen. Ihr habt das trotzdem gut also gemacht. Also wenn Abo etwas nicht aufessen will, ist das schon hart. Und ich hab richtig Hunger. Ich warte nur auf sein Lamm. Ada hat nochmal gefragt nach Hähnchen, der muss da noch einmal. Also ich gehe erstmal mit der Zeit. Also bei Zeit habe ich euch eine 2 gegeben. Ist okay. Aussehen fand ich unspaß. Also mein Teller sah gut aus. Habe ich 3,5. Weil auf dem Bild sah vom Bild sah gut aus. Geschmack. Hähnchen fand ich gut. Und Spaß auch von den ganzen anderen Hähnchen gegessen. Damit oder was hast du? Nein, aber Hähnchen... Guck mal! Ey, was für beeinflusst das? Ey! Er sagt was rot, Dicker! Hast du deine eigenen Hähnchen mal gegessen? Also ich fand das Hähnchen nicht schlecht. Spätzle... Das war noch gut, also diese Spätzle... Also bei mir hat es geschmeckt wie links Haferflocken mit Käse. So diese Masse so war so ein bisschen... Wenn es zu lange quollt, dann ist es einfach so wie so... Ja, ich habe Geschmack 5,5 gegeben.
Aber es ist nur von den Hähnchen, also die Spätzle ist geistkrank. So, ich mach's kurz und knapp einfach, ne? Ich habe euch für die Zeit 3 Punkte gegeben, weil ihr müsst bedenken, sie sind das erste Mal auch in dieser Küche. Die wussten nicht, wo die Töpfe sind, wo das Schneidebrett ist. Das haben wir jetzt mal berücksichtigt. So Punkte mitberechnen. Aber es ist auch die einzige. Von Gott, sie hat recht. Dann Aussehen 3 Punkte. War ganz okay, man hat leider nicht mehr das Spätzle erkannt. Und für den Geschmack habe ich euch 5 Punkte gegeben. So eine gute Bewertung! Das ist okay, kann man machen. W, Melina, Chen. Wir haben fast alle dieselbe Wertung. Fast alle dieselbe Wertung. Ich habe 4, sie hat 5. Aber es ist jetzt schon Zeit. Nein. Das wäre zu übertrieben unter 4. Aber ich habe 5,5. Wir haben jetzt das nächste Team. Willi und Sydney. Ihr dürft vorstellen, was ihr kocht. Wir machen Linguini mit Lachs, Blattspinat, etwas Chili, einer schönen Knoblauch. Würze bzw. Knoblauchgeschmack, dazu eine schöne Weinsauce. Beilagen gibt's auch. Lasst euch überraschen, es wird sehr, sehr, sehr lecker. Damit die Leute auch mal was zu essen bekommen. Ganz kurz, Hände gewaschen? Ja. Beide hier kann man passen. 100%. Hygiene ist es auch. Das kann man auch in der Pfanne machen, aber wir wollen ihn ein bisschen. Wir wollten ja eigentlich mit alle Alufolie machen. Alufolie rein, in den Ofen, einmal umwickeln, 15 Minuten drin lassen, passt, dann ist er saftig. Ja. Das Wichtigste ist, dass die Soße nicht nach nichts schmeckt, habe ich gelernt. Das ist ja gut. Aua, du Wichser! Wir brauchen ein bisschen länger, weil dementsprechend großer Topf, mehr Wasser, braucht mehr Zeit, um sich zu erhitzen. Ja! Oh, wir haben so viel Spaß hier. Unglaublich. Warte. Komm her. Oh, Rasenfußballer! Ja! Yubi! Schau mal! Wir haben Spaß! Spaßzone! Weg hier, Eli! Keine negativen Vibes! Kannst du euch mal über die Schulter kommen? Nein, keine negativen Vibes, Bro! Komm in die Spaßzone! Dieser stinkende Stand, der stinkt! Wie war die Bewertung bei Ward und Eldos? Die Sache stinkt! Regie, kriegen wir so eine Punkte? Sonderlöhne! Ich bin nur Fertigprodukte. Wie? Digga, du hast dein Salat. Was ist das denn? Dein Salat, den du und dein ist ja, weil nichts anderes gab. Ja, nee. Willi, gab's was anderes? Was machen wir denn noch außer Knoblauchbaguette? Leute, wir benutzen nur Fertigprodukte, wir kochen gerade. Also Knoblauchbrot. Wir tun nur so. Knoblauchbrot ist fertig. Ja, wie bitte? Was denn noch? Was ist doch nur Beilage. So welchen Vibe möchtest du hier gerade reinbringen? Hier ist Fun. Hier ist ganz und das, viel. Das hab ich gerade bekommen. Guck mal, wie getriggert das. Und das wollte ich erreichen. Mach mal dein Chili da rein. Küche! Ja, so. Bro, du bleibst drin! Bro, den müssen wir gleich löschen. Nein, bitte. Im Nachhinein können wir dir einen Teller machen. Bei mir wurde aber hier, bei mir? Gib dir doch auch dann. Ich bei mir wurde bei jeder. 10 Leute in der Küche. Bei mir waren 10 Leute da. Ich hätte gerne noch ein bisschen Schärfe. Du kriegst von uns einen Teller extra. Hallo. Ich will deine Gabe, um zu gucken, was du willst. Es geht sehr viel. Entweder du kommst in die Spaßzone rein, so wie sie es gehört, oder es gibt auch keine. Ich komme rein, aber will nein, du kommst so rein. Dann gibt es auch kein Problem. Ich möchte anmerken vor der Kamera. Der Typ, der gesagt hat, dass ich alles von meiner Schwester nehme. Eli Jello, frag gerade Melle, wie er sein scheiß Gericht kocht. Digga, schon wieder? Guck mal, Kamera. Ja, die ganze Zeit. Schaut mal. Das gibt's nicht. Ich hab meine Lammkotelette nicht bekommen. Ich darf doch wohl fragen, was ich jetzt bekommen habe. Ich bin der Einzige. Was hast du gefragt? Ob ich Lammkotelette habe oder Lammspieße. Und ich habe keine Lammkotelette, sondern Lammspieße. Und ob die schon vorher gewürzt sind, die Lammspieße. Nein, sind sie nicht. Schneid den in die Hälfte und mach den nicht an. Guck mal. Hä? Okay, Bruder, hast du nur Dings. Ich sag mir, wie man diesen Schafskäse schneidet. Was hier passiert ist, heißt das. Soll ich den reinnehmen oder nicht, Sidi? Ich will den rein. Digga, probier mal, wie es aussieht. Runter und schön. Genau, Sidi. Oh ja, check out. Tisch, Teller 2 weg. Tisch 2 ist draußen. Tisch 6 in Leben, genau. Haben sich ich hatte die Pasta mit Lachs. Wow. Ohne die Hardy Boy. Ja, genau, natürlich. Natürlich. Später, ne? Warum habe ich nur so wenig Lachs? Ja, ist das Schafskäse? Ja. Guck mal, das ist so falsch. Hast du speziell bezahlt? Hast du nicht bezahlt oder sonst? Seit wann googelt man Schafskäse? Ja, wenn wir mehr brauchen, einfach in der Wünsche. Das hat mal direkt einen schlechten Eindruck gemacht. Ja. Ganz kurz, ihr bekommt hier gerade einen Lachs in einer schönen Zitronen-Rauch-Soße mit. Was für eine Soße? Soße.
Soße. Zitrone. Dazu eine schöne Pasta Stagione El Caprese. Linguini mit sehr leichten Blattspinat. Chilis, Feta-Käse, Knoblauch, Zwiebeln dazu, ein französisches Knoblauch-Baguette. Nicht so kritisch. Einsatzwillig. Das ist einsatzwillig. Ist es besser? Gut, ich habe vorab eine Frage an Willi und an Sydney. Habt ihr dieses Gericht das erste Mal so zubereitet? Ja, tatsächlich? Abo wird auch bestätigen können, er wird wissen, ich esse eigentlich nichts aus dem Meer. Aber ich muss sagen, dass ich meinen Teller aufgegessen habe. Zum Geschmack komme ich gleich. Wichtig, der zeitliche Aspekt, ihr hattet eine Komponente mehr als Rohat. Deswegen habe ich euch 3 Punkte gegeben und die war 12 Minuten unter ihm. Das wird ihm jetzt da hinten nicht munden, das höre ich schon. Aussehen, eine 4 von 5. Man konnte erkennen, dass die Nudeln Nudeln waren. Eine 3, ein Punkt mehr als bei dir. Und Geschmack gebe ich eine starke 7. Weil mir Fisch gut geschmeckt hat, ich esse das eigentlich so gut wie nie. Das Kräuterbrot war natürlich auch, Knoblauchbrot war gut. Sag mal, dass du die Nudeln nicht probiert hast, weil du Sahne nicht abkannst. Die Nudeln habe ich probiert. Ja, die Nudeln waren aber im Vergleich zu Fisch nicht so gut, also eher mittelmäßig. Der Fisch war super, aber ich habe sie nicht gegessen, weil ich eine Allergie habe. Mein Lieber, vielen Dank erstmal für dein Feedback. Sehr gut gefundene Worte hier an der Stelle. Erstmal auch an euch beide. Vielen Dank fürs Kochen. Ich fühle mich wirklich geehrt. Und ich möchte direkt mich als allererstes bedanken für den unglaublichen Service, den ich hier von den beiden Fachkräften vorhin bekommen habe. Am Table wurde mir noch der Käse runtergeholt. Ja. Habe ich allerdings jetzt nicht als Pluspunkt hinzugefügt, weil ich wusste, dass es eure Masche ist. Ja. Hat nichts mit dem Essen zu tun. So, ich habe euch gegeben als allererstes mal den zeitlichen Rahmen abgesteckt. 45 Minuten habt ihr gebraucht. Eine Stunde hättet ihr Zeit gehabt. Ihr habt eine solide Leistung abgerufen hier in der fremden Küche. Ich habe euch 3,5 Punkte gegeben und ich hoffe, dass Rohat sich jetzt richtig darüber abfuckt. Erstmal ist die Zeit gecapped, weil das waren mindestens 55 Minuten. Alles klar, danke für deinen Beitrag, Digga. So, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Punkt. Und zwar kommen wir nun zum Aussehen. Das Gericht, muss ich wirklich sagen, war meisterlich angerichtet. Ihr habt euch viel Mühe gegeben, man hat es gemerkt. Ihr seid, sag ich mal, fast in der Leidenschaft aufgegangen. Ihr hattet Spaß in der Küche, habe ich gesehen. Ihr habt ein bisschen Mehl im Gesicht. Sieht echt süß aus, Jungs. Wirklich ganz große Props an der Stelle. Gehört immer dazu. Ich habe euch 3,5 von 5 Punkten hier an der Stelle gegeben und habe gesagt, gut gemeinter Service. Danke, gut, in Klammern. In Klammern, genau. Habe ich als Bemerkung hinzugefügt. So, jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt und zum finalen Punkt aus dieser Rubrik. Und zwar der Geschmack. Wir können alle Essen angucken, wir können alle probieren, Essen zu kochen, aber am Ende zählt es, ob das Essen schmeckt. Ja. Das Essen, und da muss ich wirklich sagen, ihr hattet mich, dieser Limonengeschmack. Ja. Ja, da gehe ich auf. Gefesselt? Da gehe ich wirklich auf. Ja. Und ich muss wirklich sagen, da habt ihr mich getroffen mit dem Thema. Ich muss sagen, die Mischung aus einer italienischen Pasta, gemischt mit Lachs, kennt man, ist gut. Aber was hat dieses Knoblauchbrot hier verloren? Das war einfach nicht passend zum Gericht. Ich hätte mir vielleicht ein paar Kirschtomaten oben drauf gewünscht, die noch schön in der Pfanne gemacht worden wären. Hier leider das Ziel leicht verfehlt. Nichtsdestotrotz reden wir über Geschmack. Es hat sehr gut geschmeckt. Das Brot hatte eine schöne Konsistenz, ja. Schön innen weich und schön geschmacksvoll, ja. Ist natürlich aus der Packung, erfordert jetzt keinen sonderlichen Skill. Ich muss euch loben für die Pasta. Die hatte einen schönen Biss. Die war nicht schlecht. Das war eine Pasta, die habe ich gerne gegessen. Und wie gesagt, Limone hat meinen Geschmack getroffen. Beim Lachs habt ihr leider versagt, meiner Meinung nach. Der war zu trocken, der war zu betonagig. Schön gesagt. Wie war das nochmal? Betonagig, genau. Der hat zu sehr diese betonagige Konsistenz von sich gelassen, ja. Das wollen wir hier in der Gourmet-Küche nicht sehen. Aber nichtsdestotrotz habt ihr beiden heute Glanzleistung vollzogen. 8 von 10 Punkten gibt es dafür nicht. Der Tecker ist schon wieder. Und ich möchte an der Stelle auch eine Sache sagen, und zwar, oh, Digga, du bist echt ein schlechter Koch. GG, Digga. Wie lange du auch über Essen reden kannst, der ja geil ist. Ich sag euch das so, wie es ist. Die Regie hat okay, ja, vorab, Bruder, ich werde jetzt kein... sag ich nicht mal was. Ich werde jetzt kein Lutsch machen und so bei euch, es geht nur ums Essen. So. Das heißt, auch wenn ich euch mag, ich werde das bewerten, nur das Essen, was ich gerade gegessen habe. Aussehentechnisch ganz easy, fand ich cool, sah nice aus, das mit den Nudeln, mit dem Parmesan oben, oder war das? Das war kein Parmesan. Feta-Käse, sorry. Im Fachjargon sagt man ja Chatillon, François, Dolan. Si. Und ich fand aber den Fisch nicht so nice. Also der sah nicht so, meiner Meinung nach, so geil aus, wie ein Fisch aussehen sollte. Deswegen aussehentechnisch 3,5 Punkte von 5. Oh Mann, so schlecht. Was ziemlich gut ist, finde ich, trotzdem. Ich fand's geil, wir haben draußen ein bisschen Basketball gespielt, haben gechillt. Es war Sonne, es war cool. Es hat sich schnell angefühlt, deswegen 4 von 5. Nein! Ja, nein! Nein!
ich hab diese Tour gewartet. 4 von 5, richtig. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Ich fand diese Knobi-Bro, also du hast ja gesagt, du magst es nicht, aber das ist so einer meiner Lieblingssachen, die ich beim Essen habe. Und damit habt ihr wirklich mein Herz. Weil das Wichtige war bei dem Knobi-Brot, es in dem richtigen Moment rauszuholen. Und das war wirklich eine Konsistenz, wo ich dachte, wow, lecker. Fisch war auch ein bisschen zu viel, diese Zitrone. Du hast am Ende ein bisschen reingeschissen. Aber 8,5 Punkte auch für euch. 8,5. Ich muss sagen, ich hätte diese Nudeln, Bro, ich hätte davon noch 3 Teller essen können. Und jeder hat hier aufgegessen, das hat man gemerkt. Ich habe doch dieses geschlürft. Also, ich bin ein bisschen müde geworden, wenn man satt ist auf einmal. Und dann so, kennt ihr das? Dann auf einmal Müdigkeitskick. Ja, das... Ich bin schon ein bisschen satt geworden. Also ich habe heute für euch die Zeit. Fisch muss man richtig machen. Und dieses Knobelbrot, ich weiß, das ist nur Brot im Ofen, aber da hat der Bre schon recht. Wir verstehen uns hier beide, wir mögen beide Teig. Das ist echt wichtig, wann du das auf den Ofen rausholst, weil ansonsten kannst du das als Brechstange benutzen. Das war weich und von außen knackig. Deswegen gebe ich trotzdem der Zeit eine 3. Ich gebe euch eine 3 für die Zeit. Weil es immer noch ein Nudelgericht war. Und Nudelgericht in der Pfanne ist halt, ja, also kann man eigentlich schneller machen, aber man berücksichtigt natürlich fremde Küche, dies, das. Das Aussehen, da hättet ihr eigentlich von mir einen Extrapunkt bekommen, aber den habe ich abgezogen, weil ich finde, ihr hättet das Brot auf einen kleinen extra Teller geben sollen, weil beispielsweise, wenn man wie in seinem Fall nicht fühlt so, hättet ihr das hier hinpacken können und dann nehmen wir, weil es hat die schöne Optik zerstört. Es sah richtig gut aus, auch gut gedreht, darauf habe ich geachtet. Bei ihm war das hingeschmissen, aber bei mir war das sehr gut und bei ihr war das auch gut. Es war gedreht, der Lachs sah da schön und dann noch mit dem Schafskäse, das war sehr gut. Das Brot hat in der Optik gestört. Und deswegen, wenn das in einem externen Teller ausgerichtet serviert, hätte ich euch einen mehr gegeben, aber ich habe euch trotzdem 3,5 gegeben vom Aussehen. Ansonsten wirklich war es wirklich gut. Der Geschmack, der erste Biss im Lachs, ich war ein bisschen traurig. Da habe ich gesagt, okay. Ich gebe noch ein bisschen Chance, ich guck mal. Er war wirklich ein bisschen trocken. Ja, natürlich. Deswegen habe ich auch noch mal ein bisschen mehr Zitrone genommen. Mit der Zitrone war der schon besser. Deswegen habe ich auch noch seinen Lachs geklaut und den gegessen. Was mich richtig überzeugt, also der Lachs war gut, der war okay. Das ist so, im Restaurant hätte man den auch so gegessen, aber am Ende hat man gesagt, so, nee, es war ein bisschen nicht so trocken. Die Nudeln waren meiner Meinung nach sehr, sehr lecker. Weil sie waren pikant, aber nicht richtig scharf. Man konnte sie essen. Ich hätte auch noch 3-4 Teller davon essen können. Ja, weißt du, was noch dieses Kräftige dazu war? Diese Schafskäse? Das hat einfach gut dazu gepasst. Ich sag dir ehrlich, ist unscheinbar, aber das hat viel gemacht. Das war sehr lecker, deswegen gebe ich euch eine 7,5. Ich brauche gar nicht so viel reden, also bei der Zeit sage ich 2,5. Ist okay. Ist okay. Hätte man ein bisschen schneller machen können, aber passt schon. Aussehen gebe ich eine 3. Schlechter als bei Roat, weil der Teller war bei mir an der Seite ein bisschen dreckiger. Okay. Aber hätte man nochmal so mit einem Tuch vielleicht nochmal so ein bisschen mal sauber hätte machen können. Bei allen war es gedreht, bei mir war es nicht gedreht. Geschmack, Lachs, wie gesagt, war ein bisschen trocken, aber Brot kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen. Bei den Nudeln ein bisschen mehr Schärfe, ein bisschen mehr Knoblauch, ja, hätte ich gefeiert. Alle abdenken. Ich auch. Aber sonst, super Geschmack, könnte man jederzeit essen, sage ich ehrlich. Portion hätte ein bisschen größer sein können, sage ich auch ehrlich. All in all würde ich sagen 7,5. Ich mache auch wieder ganz kurz, weil ich bin ja die Letzte. Also ich wiederhole jetzt nur das, was die anderen gesagt haben. Der Lachs war leider ein bisschen trocken, aber der Geschmack war gut. Die Nudeln waren für mich perfekt, fand ich, von der Konsistenz her. Mein Teller war leider ein bisschen salzig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es am Feta-Käse lag oder am Salz. Sehr schön, ne? Und ich muss... Eine Sache muss ich noch sagen. Ich hätte mir ein selbstgemachtes Baguette gewünscht. Ihr könntet ja fertiges Baguette schneiden und selber so eine Knoblauchpaste machen. Deswegen, geschmacklich würde ich euch eine 8 geben. Yes! Also die Nudeln waren wirklich lecker, vor allem mit der Zitrone war mal was Besonderes. Und mit dem grünen Pesto aus den 3,5, weil ich fand, der Lachs war ein bisschen, geht besser. Und von der Zeit her 3,5 Punkte. Danke. Gerne. Was hast du Geschmack gegeben? Ach, danke für eure Herrlichkeit. Danke fürs Essen. Ne? Ach, bist schon sehr schön. Jetzt hast du den Druck. Und jetzt hast du den Druck. Und wer da Druck? Chat, GGs, W's. Und zwar klar, es wird schmecken. Es ist ein gutes Gericht. Lammspieße mit Reis. Jetzt hat er ganz viel Druck. Willst du schälen? Nee, wir müssen die Gurke schälen und dann nur das
Grüne, dieses Saftige hier ranmachen und nur das kommt in den Tzatziki rein. Weiter? Und vorher aber mit Wasser ab, dieses das Gurkenwasser musst du wegmachen. Ich mache so eine richtig geile Tomatensauce, Zwiebeln anschneiden. Ja, Zwiebeln anschneiden, und hier fertig rein. Fertig Tomaten? Nein, das ist Tomaten-Marco. Ich habe euer gegessen, war sehr lecker. Ich habe euer gegessen. Ich glaube, das hat auch. Hat lecker geschmeckt. Dennis, du musst halt wahrscheinlich die meisten Sachen alleine machen. Nein, Musti ist ein super Typ. Mustafa und Kassa. Sag das, was du vorhin mir gesagt hast. Wen hilfst du? Immer in der Küche. Meiner Mutter. Er hilft immer seiner Mutter in der Küche und kann das. Ich mache die Tomatensauce, Musti macht den Salat. Tzatziki wird auch parallel gemacht. Ich mache hier erstmal so ein bisschen. Ja, das ist Rapsöl. Bisschen Rapsöl. Zack. Habe ich schon oft gemacht, das Rezept. Ich bin auch sehr froh, mit Mustafa zu sein. Das Fleisch machen wir als letztes. Das haben die anderen alle falsch gemacht. Die haben ihr Fleisch zu früh gemacht und Willi und Sidney haben ihr Fisch zu früh gemacht. Deswegen war er trocken. Das Fleisch wird bei uns immer wechselt. Sehr schön, Mustafa. Sehr schön, Mustafa. Wie viele Knoblauchzehen soll ich? Er fährt Knoblauch? Was sagst du? Zwei oder drei? Was denn? Knoblauchzehen. Wie du willst. Das sind fünf, Digga. Das sind fünf, nee, sechs Leute. Guck mal, ne? Wie gut die Zwiebeln sind. Sehr schön, ja, Mustafa. Billa, ja. Sehr schön, Mustafa. Dann auch immer mit der Seite weg, damit ihr euren Knoblauchpresser nicht wegknallt. So. Und das ist das Geile an Tzatziki. Es ist so krass einfach. Joghurt, ich mache eigentlich, meiner Meinung nach, habe ich immer 20%, nicht 10%. Jetzt haben wir hier gerade diesen 10%igen. Bisschen Salz, nicht zu viel Salz. Warte mal, ich muss mal gucken, wie viel rauskommt. Ich glaube, ich kann das Wasser drin lassen, weil das hier ist so, ist, wird nicht so viel Wasser, glaube ich, ziehen. Zack, ich brauche ein bisschen mehr Gurken, Mussi. Ja. Warte. Ich benutze übrigens nicht den Top, ne? Bruder, ich sag dir noch. Ich mache alles scheiß drauf. 500 Gramm. Salz mache ich danach, Chat. Ich will nicht zu viel. Weil Salz verkocht nicht, Bro. Du kannst hier noch was lernen, Alter. Du kannst hier noch was lernen. Und du auch. Mach dir ein paar Notizen. Das hier wird unsere Tomatenmasse. Die machen wir, die kippen wir dann über die Reisnudeln und dann sind es so rote Reisnudeln. So, das sind dann Reisnudeln nach so Tomatenschmecke. Jetzt nicht zu viel Öl. Ich würze das jetzt alles ein bisschen. Willi, du weißt, ne? Noch mit Gabel rein. Ich vertraue dir, Bro. Das kommt also nicht so viel, so ein bisschen, so kleine Löcher. So, Lamm und Oregano ist der Shit. Wir sind die Einzigen, die hier Oregano benutzen. Ich weiß halt nicht, ob jeder Lamm von denen feiert, weil da auch so viel Fett dran ist. Wer das nicht feiert, dann habe ich auch keine Ahnung. Es mögen voll viele Lamm nicht. Chat 1 in den Chat. Alle Türken und Griechen werden das kennen. Meine Mama hat mir das auch immer gemacht. Das macht ihr jetzt hier rein. Und jetzt damit. Ich weiß nicht, ob ich zu wenig kümmere. Jetzt. Ich habe noch nicht 500 Gramm. Aber es geht ja nicht. Ich will dann auch Tzatziki probieren. Ich hoffe, ich bin jetzt viel Knoblauch. Dann riecht es nur noch viel. Riecht auf jeden Fall gut nach Knoblauch. Darf ich auch mal probieren? Ich nehme mir einen. Du bist der Salatking. Tzatziki ist fertig. Das ist auch fertig. Wir warten nur noch auf das Fleisch und der Salat. Wir warten nur noch auf das Fleisch. Ich habe die Hände nicht gebraucht. Deswegen wollte ich mir nicht anbieten. Ja, also wir haben hier nicht mehr viel. Zeig dir 10 ab! Ey, die Zeit war vorhin gestoppt. Digga, warum wird denn Zeit nicht gestoppt? Boah, mit Beilagen, Salat. Digga, wie anstrengend. Wir haben euch Lammfleisch gekocht. Also Lammspieß war es, aber wir haben den Spieß runtergenommen, weil es Holz war. Erstmal wollten wir Lammkotelett machen, aber es gab es leider nicht. Wir haben dazu Tzatziki und ich weiß nicht, wie es im Türkischen heißt. Wie heißt das? Das heißt Cacık. Also Joghurt heißt Cacık. Das sind aber Reisnudeln. Also sind Reisnudeln. Ihr könnt das auch so, esse ich das immer. Ja, aber ich kann es ja nicht aussprechen. Ihr könnt Tzatziki mit diesen Reisnudeln mal mischen. Soll ich dir bringen, noch mehr Tzatziki? Nein, chill, alles gut. Ich habe das nur so schnell vergessen. Hat jemand einen Löffel drin? Ja, ja. Lammfleisch. Ich verstehe das aber. Du kannst nicht Lammfleisch 10 Minuten stehen lassen. Aber wir müssen ja ihnen erstmal das Essen geben. Ihr müsst auch meinen Salat probieren, ne? Meinen Salat. Welchen meinst du, wenn du den Salat meinst? Lammfleisch. Helf ihm mal mit Joghurt. Achso, den Fett, Bruder. Sorry, Bruder. Soll ich die Gabel bringen? Yeah. Warum? Ah ja, das kann ich nicht mehr essen jetzt. Ja, das ist alles gut. Fangen wir mit der Bewertung an. Also zunächst einmal mit der Zeit. Gemessen an den Komponenten, die dargeboten wurden, muss ich sagen, ja,
muss ich wirklich einmal ausdrücklich formulieren, dass ich da 3,5 Punkte und somit auch die Bestwertung in der Kategorie Zeit gebe von allen drei Teilnehmern. Warum? Es war nicht nur der Tzatziki, der selbst gemacht war, Reis und Fleisch, sondern auch noch Salat. Es waren vier Komponenten und bei allen anderen waren es nur maximal drei. Knoblauchbrot zum Beispiel zähle ich nicht mit, weil nur in den Ofen. Daher argumentativ, objektiv betrachtet, die beste Wertung in der Kategorie Zeit. Dankeschön, danke, danke. Sehr gerne, sehr gerne. Es geht ja noch weiter. Robert, mit Schwänzelutschen kennst du dich aus. Gehen wir zum Punkt Aussehen. Ich habe gesehen, dass es sehr ambitioniert war. Man hat meinen Reisanteil schön geformt mit einem Teller. Habe ich davor beobachten können. Bei mir hat es auch gehalten. Bei dir leider nicht, wie ich gesehen habe. Daher bei mir auch eine sehr gute Wertung, was das Aussehen angeht. Das Lammfleisch sah gut aus. Tzatziki sah sehr gut aus. Hat auch gut geschmeckt. Salat ein wenig zu wenig befüllt, was den Salatschalen angeht, in meinem Fall, aber trotzdem immer noch insgesamt eine 4 und damit gleichwertig auch gleichzusetzen mit der Wertung von Sydney und Willi. Ihr habt beide 4 bekommen. Und jetzt nun zum wichtigsten Punkt. Ich habe gemerkt, dass hier mit allen Mitteln gespielt wird. Warum? Lamm für die Türken, ne, war drin, Tzatziki für den Griechen, Salat für den Dicken. Verzeihen Sie mir bitte diese Ausdrucksweise. Aber man hat gemerkt, dass das Essen wirklich abgestimmt auf das Klientel. Ich muss sagen, dass man einen kleinen Fehler gemacht hat. Ich will nicht auch zu viel loben. Das Fett am Lamm, das war bewusst so. Das gehört dazu. Und man hat overall gemerkt, dass die Würze ein wenig gefehlt hat. Sowohl beim Reis als auch beim Fleisch. Aber insgesamt, alles betrachtet, Salat super, Tzatziki super, Fleisch gut, Reis gut. Insgesamt eine Wertung von 7/10. Damit auch wieder gleichwertig zu Sydney und Willi, aber was den Thema Zeitaspekt angeht, Aufwand, 0,5 Punkte mehr, damit eine Gesamtpunktzahl bei mir 14,5 und von einem Müssen. Okay. Sehr schön, also besser als, okay. Jungs, also auch ich darf mich erstmal wieder recht herzlich bei euch beiden bedanken fürs Kochen. Es ist eine Ehre, überhaupt hier dabei sein zu dürfen und von euch beiden bekocht werden zu dürfen. Das freut uns alle sehr hier am Tisch, ist eine geile Sache, auch ein cooler Abend hier im Generellen. Das war's dann mit den positiven Punkten. Ich darf auf die Zeit eingehen. Ich finde, ihr habt einen soliden Job gemacht. Ihr habt viel gemacht. Nichtsdestotrotz habt ihr sehr lange gebraucht. Ihr habt fast die komplette Zeit ausgefüllt. Meiner Meinung nach, ich in meinem Punktesystem habe hier 3 Punkte vergeben für euch. Das ist ein... Ihr habt doch am längsten gebraucht und für Käsespätzle. Warum haben wir am längsten gebraucht? Ja, guck mal, Robert, du darfst auch nicht vergessen, du hast nichts gemacht. Ja, aber du darfst nicht vergessen. Die Gerichte sind doch unterschiedlich. Du Robert, mein Lieber, du darfst nicht vergessen. Gibt es Gericht bei der Endbewertung beim Geschmack ja mehr Punkte? Deswegen ist ja Zeit bleibt ja dasselbe. Nein, nein, es geht darum, was der Aufwand für das Gericht. Wir reden nicht vom Geschmack, wir reden vom Aufwand, Robert. Der Aufwand von Käsespätzle, bitte. Genau, man muss den Gesamtaufwand betrachten, in der Summe, im Verhältnis dazu, wie lange das dauert. Deswegen seid ihr bei mir mit 3 Punkten meiner Meinung nach richtig eingeordnet. So, kommen wir zum Thema Aussehen. Ihr habt euch viel Mühe gegeben, ihr habt sogar einen zweiten Teller hierher gebracht. Und wo ich richtig enttäuscht war, ja, wo mir das Herz wirklich durchgebrochen ist, als ich diesen schönen Salat gesehen habe, hier mit einer zweiten Schüssel, das Essen hier mit einem Tellerchen gebracht und dann haut ihr dieses Fladenbrot da auf den Tisch, als wäre es wirklich die letzte Scheiße, ja. Hab ich nicht verstanden. Nicht anders, weil wir alle Druck gemacht haben mit der Zeit, wir wollten es erstmal schneiden, aber wir haben es nicht gemacht. Ja. Weißt du warum? Muss ich leider. Für das Gemeinschaftliche, so das Brot gemeinsam brechen. Das ist eine schöne Formulierung, wie du hier probierst, den Fehler auszubügeln. Nicht schlecht. Ich möchte ganz kurz auf eine Sache eingehen. Bei mir war im Übrigen, ich habe hier extra ein Bild vom Essen gemacht. Bei mir war der Reis nicht optimal geformt. Ja. Wir haben es zweimal probiert. Wir haben es wirklich, oder Mustafa? Ja. Zweimal probiert. Ich habe es zweimal probiert, es hat nicht geklappt. So ist es halt leider. Ne? Deswegen gibt es von mir hier 3,5 Punkte. Trotzdem, es ist eine gute Bewertung. Danke, warum? Danke. Warum? Ihr habt euch wirklich Gedanken gemacht darüber, wie ihr das Ganze hier anrichtet, wie ihr das Ganze macht. Deswegen 3,5 Punkte fand ich sehr, sehr stark. Also wir haben ein Gericht gehabt, wie du hast es gerade sehr schön beschrieben, ne? Man hat probiert hier alle Leute abzuholen. Ganz ruhig, ganz kurz, Ruhe in der Küche da hinten bitte. Wir haben hier wunderbares Kritharaki gehabt, so nennen wir das in Griechenland, mit einer schönen Portion Tzatziki. Und daneben Lammfleisch. Ich leider kein Lammfan, aber ich habe das nicht in meine Bewertung mit einfließen lassen, weil das ist eine Geschmackssache. Das hat nichts damit zu tun, wie gut es am Ende des Tages ist. War der Tzatziki zu verknoblaucht? Nee, der Tzatziki war gut. Es hat aber im Generellen, das hast du auch sehr richtig gesagt, die Würze gefehlt bei dem Essen. Es war zu wenig Salz, es war zu wenig Pep in dem Essen. Das hat leider gefehlt. Den Salat hingegen fand ich sehr gut.
Fand ich sehr gut. Hat gut geschmeckt. War ein bisschen wenig. Also, hätte man wir hatten nicht mehr. Wir konnten, also alles, was wir gemacht haben, ist fertig. Okay, war ein bisschen wenig. Also unterm Strich muss ich sagen, ich fand das Essen gut. Es hat gut geschmeckt. Es ist tatsächlich aber bei mir die 7 von 10. Das ist ein Punkt schlechter als bei Sydney und Willi. Und damit muss ich sagen, habt ihr wirklich solide abgeschnitten. Danke. Und vielen, vielen Dank fürs Essen, Männer. Dankeschön. Danke, danke fürs Verzehren. Wir haben halt voll die krassen Analyser hier, deswegen ist es voll schwierig, nochmal auf neue Punkte einzugehen. Aber ich mach so einfach auf Gefühl so, zeitmäßig fand ich das chillig. Aber irgendwie auch habe ich gesehen, so dass irgendwie vor 10, 15 Minuten ihr noch irgendwie was reingepackt habt und versucht habt, noch irgendwie zu braten und hier und da. Habe ich gesehen, okay, die brauchen ja noch, aber wir sind vor lange schon draußen, es wird dunkel und so. Ja, aber es muss ja auch frisch sein. Es war dunkel, es muss frisch sein, aber vom Gefühl her war mir das ein bisschen zu lang, deswegen aber trotzdem habe ich euch 3 Punkte gegeben. Aussehentechnisch muss ich sagen, es war nicht so prickelnd. Ich fand das Fleisch, ich bin halt so ein Fleischliebhaber. Und der Salat sah sehr sick aus, auch mit dieser Schale und so. Ich habe mich direkt gefreut, habe ich auch Nico gesagt, oh geil, die haben Salat dabei und so. Der Salat war auch sehr sick, war auch sehr lecker. Genau, sieht man ja auch. Und deswegen, Digga, das Fleisch war geil, aber was war das andere nochmal? Tzatziki. Reisnudeln? Achso, Reisnudeln, ja. Tzatziki. Sasiki. Das ist anders. Also Aussehen auch eine 3. War okay, war cool. Fleisch sah geil aus. Aber vom Essen so war es eine 7 für mich. Ich bin gespannt, was Abu sagt, weil er hat direkt aufgegessen. Eigentlich macht man das so, dass man, wenn Essen kommt, wartet man, bis alle Essen haben. Aber ich habe Eli vorne in der Küche gehört, mit wie viel Elan er an die Sache rangeht. Und es hat ja auch nichts mit Freundschaft oder Spaß zu tun oder Unterhaltung. Wir wollen hier Erfolge sehen. Es geht nicht um Unterhaltung hier. Genau, natürlich nicht. Und hauptsächlich korrekt. Ich dachte mir, wenn ich jetzt das Lammfleisch noch 10 Minuten lasse, dann werde ich 100% nicht diesen Geschmack bekommen, den ich vor 10 Minuten bekomme. Ja, deswegen habe ich reingehauen. Deswegen bei mir am anderen Lack schön liegen lassen, bis das sich frei ist. Den Lachs. Den Lachs habt ihr ganz alleine trocken werden lassen. Nein, warte, hör zu. Ihr hattet, wie Breitenberg gesagt hat, 4 Komponenten. Deswegen habe ich beispielsweise bei Sid, ich habe denen eine 3 gegeben, ja, weil die das Brot nur in den Ofen schieben mussten. Eure Komponente dazu, die ihr extra machen musstet, was ein bisschen mehr Aufwand ist, ist der Salat. Deswegen habt ihr 3,5 von mir, was Zeit angeht. Was nackig war? 3,5 Zeit. Schau, Bruder, da bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich bin Araber, bei uns wird alles einfach auf den Tisch gestellt. Dieses Brot einfach so, fertig. Ich habe mich zu Hause gefühlt. Ich brauche diese Schickimicki nicht. Ich freue mich nur, wenn man das teilt. Das, jetzt kommen wir nämlich zum Aussehen. Was ich hasse, ist, wenn man Salat mit auf den Teller macht. Weil, also das macht das Essen wässrig, das Wasser geht auf das Fleisch, auf den, das will man einfach nicht haben. Den Salat braucht man. Das hat so einen anderen Geschmack gegeben. Deswegen auch 3,5 Punkte da von mir fürs Aussehen. Weil es war schon ziemlich gut. Ich fand es schade, dass das nicht gehalten hat mit diesem Dings da. Ich habe mein Bestes getan. Wir haben unser Bestes getan. Ja. Genau. So, okay, jetzt kommen wir nämlich zum Geschmack. Ich will erstmal beim Salat anfangen. Du hast ihn gemacht. Ja. Bevor du gesagt hast, was drin ist, habe ich schon alles rausgeschmeckt. Das Granatapfelsirup, ja, auf Arabisch Roman, auf Kurdisch Robana. Das ist der Cheat für jeden Salat. Du hattest mich mit diesem Granatapfelsirup, deswegen habe ich das auch nicht gegessen, sondern getrunken, den Salat. Der Schafskäse war lecker da drin und es war auch nicht zu viel. Ja. Ich feiere das auch nicht, wenn man Salat macht und alles Mögliche, was grün ist, einfach raun hat und sagt, guck mal, mein Salat ist das Beste. Der war sehr, 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 sehr gut, der Salat. Einfach Klepper, muss ich. Ja, wirklich, for real. Ich danke, bin, danke, danke. Ich bin kein Salatesser, aber den habe ich sehr, sehr gerne gegessen. Danke. Jetzt kommen wir zu dem Reis, zu dem Nudelreis und mit dem Joghurt. Ich nenne das einfach immer, wie heißt, auf Arabisch sagen wir Labanochiar, Gurken mit Joghurt. Das ist eine absolute Schwäche für mich. Ich mache ja, das ist mein Lieblingsessen, ist Reis mit Joghurt. Das war's. Und deswegen bin ich da auch sehr, sehr penibel. Das muss schmecken, sonst ist ein bisschen blöd. Der Gurkenlaban, also der Tzatziki, war für mich, weil ich esse ihn eigentlich naturell, absolut perfekt gewürzt. Ich mag es nicht zu streng. Ich will ihn meistens naturbelassen lassen. Die Gurken waren auch okay, waren nicht zu viele Gurken, war sehr, sehr gut. Diesen Reis, den habe ich nicht so gefühlt, aber als ich den gemischt habe mit dem Gurkenlaban und den gegessen habe, wusste ich, das war sehr gut. War gut. Also wir wollen auch nicht übertreiben. Genau. Alles in allem, Reis und Joghurt ist mein Lieblingsessen. Ich liebe Joghurt, deswegen habt ihr meine Schwäche getroffen. Das Lammfleisch fand ich gut. Ich habe es extra einmal abgebissen, reingeguckt. Es war durch. Es war nicht... Well done. Keine Ahnung, wie das heißt. Well, nicht tot. Nein, nein, nein. Es war gut. Und ich habe das sogar... Bei mir war sogar ein bisschen Fett dran. Es war lecker. Ich habe eine 8,5 gegeben vom Geschmack. Für mich war das heute tatsächlich das leckerste Essen. Und ich würde das immer wieder essen. 100%. Ich bin halt kein Fischesser. Aber ihr habt...
7,5 von mir bekommen. Roth hat selbstverständlich eine 4 bekommen. Das kannst du nicht vergleichen. Der Vergleich war, ist zu weit entfernt. Das war einfach. Hörst du das? Ihr habt eine verbrannte Pfanne mit rausgenommen auf dem Balkon. Das habt ihr gemacht. So, also ich halte mich wie immer kurz. Zeit gebe ich dir eine 3. Weil du mir gesagt hast, du brauchst noch eine halbe Stunde, ist nochmal verdoppelt worden. Aussehen fand ich super bei mir, also war alles super gepasst, auch der Salat separat super. Gebe ich eine 3,5. Geschmack, das Einzige war bei mir, mein Fleisch war nur mit Fett, also bei mir waren keine guten Stücke mit dabei. Der Reis war super, Jajik war auch super, Salat war auch super, das Einzige, was halt nur nicht gut war, war das Fleisch. Also insgesamt von mir eine 8. Das Fleisch war nicht gut? Nein. Also bei mir auf meinem Teller, ich kann nur meinen Teller bewerten, Bruder. Du hast deinen Teller? Bruder, weißt du, was wir sehen ja nicht? Dieses Poopspray werde ich in dein Fresse. Das hast du nicht gesehen. Du wirst damit rumlaufen. Ja, das war's. Oh, du bist nur. Oh, und von mir auch. Das wird sich richtig gerostet werden. Lass sie reden. Also. Und jetzt kommt auf den Heiratsantrag. Zukünftiger Heiratsantrag? Nee, das spielt keine Rolle. Also, ich fange mit dem. Ich fange mit dem Aussehen an. Ich fand es schön, dass ihr versucht habt, den Nudelreis so schön zu formen. Bei mir hat es leider auch nicht ganz geklappt, aber es geht ums Prinzip. Der Salat sah auch super aus mit dem zerbröselten Feta-Käse. Also gebe ich euch fürs Aussehen dieselbe Note, wie ich Willi und Sidney gegeben habe, 3,5. Kommen wir zur Zeit. Da gebe ich euch auch dieselbe Note oder die gleichen Punkte wie Sidney und Willi. Das ist nice to have. Also ich muss sagen, dass der Siki war mir zu lasch. Ich bin da leider anders als Abu. Ich kenn's anders. Mir hat der Knoblauch gefehlt. Mir hat so ein bisschen Salz noch gefehlt. Vielleicht noch so ein kleiner Klecks Olivenöl und dann einrühren. Das Fleisch fand ich gut dafür, dass du es zum ersten Mal gemacht hast. Hat super geschmeckt. War nicht zäh, war auch nicht zu roh. Ich bin noch nicht fertig. Der Salat war super. Okay, der Nudelreis war auch zu lasch. Yes. Der war gut, aber ein bisschen mehr Würze. Der Salat war super. Aber ich muss sagen. Das war jetzt gut, das Fleisch und der Salat. Ja, der Nudelreis war auch gut. Das Tzatziki war mir ein bisschen zu lasch. Und ich gebe euch aber insgesamt die beste Punktzahl, die ich beim Geschmack vergeben habe. 8,5 Punkte. Ich muss sagen, ihr habt auch 8,5. Das Brot, ich sag dir ehrlich, das Brot war sehr lieblos und ich muss sagen, ihr hättet das auch fast vergessen. Das war einfach so nice to have. Aber du kannst jetzt gerne öfter für uns kochen. Ja. Testbestanden. Ja. Ey. Nein, was ist? 87,5 habt ihr? Wir haben 87,00. Yeah, wir haben gewonnen! Hey! Das war ein guter Punkt. Hey! Ja, aber Melis, er hat euch 4 Punkte für Zeit gegeben. Hey, ist nicht schlimm. Zweiter Platz. Oh, das ist krass. Was? Bei dir? Wie viele Sprayer? Hier einfach. Ich will gar nicht. Mach so viel, wie du denkst. Nein, du musst sprayen. Mach unter. Bitte, du hast gewonnen, Spray. Na, und ich so in mein Gesicht. Ja, lass nicht mehr Hand weg. Ich mach nicht, Bruder. Ey, mach das Mikro, gib das kurz her. Mach ich dich. Ja. Ih, Digga, ist ganz schön. Jetzt nicht rein. Beide. Das komm her, Brandemoi. Mach dein Ding da runter. Okay, warte kurz, ich muss kurz atmen. Warte kurz. Mach. Allah, wach. Allah, gut. Ach, Pschi. Ich werd mal draußen, ich stell dir fest.